Erlebe mit NES Remix Serie klassischen NES-Titel in einer komplett neuen Art, allein oder mit deinen Freunden. Zusätzlich zum Wii U Gamepad können auch die Wii-Fernbedienung, der Wii U Pro Controller oder der Classic Controller Pro verwendet werden. Beim Spielen mit Freunden könnt ihr für jeden Spieler einen eigenen Controller verwenden und euch abwechseln. Über NES Remix 2 kannst du Texte, handschriftliche Beiträge, Videos deines Spielverlaufs, Abschlusszeiten von Leveln und Punktzahlen im Miiverse posten sowie dir Beiträge anderer Spieler ansehen. Möchtest du diese Funktion aktivieren? Natürlich machen wir das mal. Und damit begrüße ich euch ganz herzlich zu NES Remix 2. Und ich muss kurz vorweg sagen, Audacity hat eine leere Aufnahmespur bei mir gemacht und deswegen ist das ein Nachkommentieren hier, ein Commentary, aber ich nehme es trotzdem als Let's Play. Und es ist heute am 25. April erschienen, NES und ist der zweite Teil der Remix-Reihe. Hier ist es schon ein Unterschied, dass wir hier mit dem Remix 1 anfangen und haben noch kein Spiel frei. Also starten wir doch erstmal den Remix. Besiege 10 Gegner, bevor die Zeit abläuft. So. Wir haben einen Stern und müssen jetzt eben Super Mario Bros. 3 mit Mario 10 Gegner innerhalb der Zeit besiegen. Und das sollte doch uns gelingen. Okay. Ich muss es einfach sagen, 2 Sterne, na gut. Aber muss ich kurz sagen, das tut mir echt riesig leid, dass es nicht funktioniert hat. Ich habe jetzt 2 Parts aufgenommen, ohne es zu merken. Scheiße war's. Und ja, hier sehen wir die Bits, die wir bekommen für jedes abgeschlossene Spiel. Und ja, und jetzt haben wir 5 Spiele freigeschaltet. Was neu ist, wir kriegen gleich 3 neue Level von jedem Spiel. Das ist mal schön und natürlich sind es andere Spiele als beim NES Remix 1. Und ich kann es nicht noch mehr erwähnen, ich mag nachkommentieren eigentlich überhaupt nicht, aber was soll ich machen? Ich möchte es natürlich euch mit meiner Stimme machen. So. Irgendwas ist halt an Audacity falsch gelaufen. Ich weiß es nicht. Ich habe zum ersten Mal mit Elgato aufgenommen. Zum Glück habe ich das als Versuchsprojekt genommen. Hätte ich was Größeres gemacht, dann hätte ich es wahrscheinlich noch mehr bereut. Boah. Dem Panzer und hol dir das Item. Und das habe ich natürlich irgendwie sowas von gar nicht kapiert erstmal. So. Und natürlich geht das auch wieder daneben. Das war so klar. Dabei ist es so einfach. Jawohl. Und das Fliegen. Fliegen, da habe ich es jetzt echt gar nicht kapiert. Ich habe da gemeint, ich muss A gedrückt halten. Von wegen, ich muss es A smashen. Ja, Button Smashing machen. Das habe ich natürlich nicht so ganz erstmal begriffen. Ich habe Super Mario Bros. 3 noch nie gespielt. Deswegen weiß ich das überhaupt nichts. Und kenne eben durch die NES Remixe jetzt was Neues. Ein paar neue Sachen. Aber ich schaff's einfach nicht zu fliegen. Bis ich endlich mal kapiere, dass ich doppelt und dreifach drauf drücken sollte. Einen Restart. Habe ich dann auch durchgeführt, weil es dann doch so komisch war. Also das ist ja das Einfachste, das geht. So. Das war auch ziemlich souverän jetzt. Wenn man es einfach mal richtig angeht, dann kann man das ganz schnell machen. So. Doch fliegen will nicht. Ja. Das
nachkommentieren ist sehr langweilig, muss man ehrlich sagen. Deswegen kommentiere. Und da habe ich es zum ersten Mal geblickt, dass ich mit A drücken muss. Mehrmals. Ja, das ist. Es ist bescheuert, muss ich sagen. Es ist bescheuert, dass ich es so machen muss, aber. Ja. Was soll ich machen? So, mit jetzt nochmal A mit A fliegen und versuchen möglichst die 10 Münzen gleich einzusammeln. Ob das noch 3 Punkte gibt, 3 Sterne gibt. Und noch eine Münze. Da ist sie. Aber mit einer Sekunde noch übrig. Und es gibt 3 Sterne. Das ist sehr souverän. Und. Ich kann mich jetzt auch nicht mehr so freuen, wie vorher ich das auch gemacht habe. Dazu ist es leider zu spät. Nee. Aber zum Glück habe ich nur 2 Parts aufgenommen und nicht gleich 4 oder so, das ich eigentlich erst vorhatte. Und 3 Gumbas zu besiegen ist sehr, sehr schwierig. Sehr schwierig. Wen es interessiert, dieses Spiel zu haben, zu kaufen, wer sollte das auch tun, wer für SNES-Spiele, Super Nintendo-Spiele Bock hat, der kann das natürlich, wird dann weiterentwickelt, nicht natürlich, sondern wird dann weiterentwickelt, heißt es von den Entwicklern, aber dazu muss es erstmal richtig ankommen. So, das war ja ganz einfach, mit den riesen Super-Panzer den riesen Gumba abzubesiegen. Und das souveräne 3 Sterne. Ja, ich kommentiere das jetzt hier auch ziemlich spät nach. Es ist jetzt kurz vor 3. Ich habe es jetzt eben heute Morgen mit morgen aufgenommen. Punkt. Mitternacht habe ich es runtergeladen, weil ich eben eine mega lahme Leitung habe. Das ist ganz klar. So, erstmal wieder failen an der Piranha-Pflanze. Habe ich vorher auch die ganze Zeit immer nicht gewusst, was ich jetzt sag. Und ich komme jetzt nicht mehr auf den Block. Auf die Röhre, so. Ja, Time Up. Aktiviere den Pi-Schalter und betrag die Röhre. Ich schon wieder in die Feuer-Ding rein. So. Und jetzt kommt natürlich die Piranha-Pflanze raus. Game over, heißt es ein weiteres Mal. Aktiviere den Pi-Schalter und betrag die Röhre. Und da ist es auch geschehen. So. Jetzt nochmal 20 Münzen sammeln, dazu braucht man den Peace-Switch. Doch, wie kommen wir da hoch? Ich hab's dann natürlich geschafft, aber das seht ihr gleich. Und wer das Projekt unterstützt, natürlich gerne einen Daumen hoch, sage ich auch immer gerne. Auch wenn ich jetzt mich total dumm angestellt habe. Hab mit meinem Commentary, ich weiß, ich kann mich nicht dumm. Okay, dumm angestellt, was heißt hier dumm angestellt? Ich hab's einfach nicht hinbekommen. Die Audacity-Aufnahme ist nicht angelaufen. Ist angelaufen, aber hat irgendwie eine leere Tonspur gemacht. Warum? Dabei habe ich es vorher noch angetestet gehabt, ob alles funktioniert. Ja, der Anfang funktioniert ja alles. Und jetzt, wo ich die Datei wieder geöffnet habe, ist wirklich alles weg. Ich weiß nicht, ob das nicht aufgenommen hat oder. Ein Dateifehler drin ist. Ich habe es nämlich als Projekt gespeichert. Könnte natürlich sein, weil dann habe ich echte Pech gehabt und einen neuen Stempel. Kid Icarus. Ja, genau, bei 300 Bits, die wir eben erhalten, kriegen wir eben so einen Stempel. Dann schauen wir doch mal die Stempelsammlung. Es sind aber genauso 100 Stempel, die man maximal sammeln kann. Obwohl das jetzt jedes 300
alle 300 Bits sowas kommt. Das war beim NES Remix bei 500. Und genau, wenn ihr ein NES Remix von mir sehen wollt, gerne in die Kommentare. Genauso eure Meinung zur Wii U und anderen Konsolen, die dann auf meinem Kanal landen können. So, 168 Münzen im Scrolling-Level. Also alle Münzen sammeln. Ist nicht gerade die leichteste Aufgabe, aber man kann das schaffen. So. Schnell. Und da haben wir sie auch. 88 Münzen. Die Hälfte hätten wir schon fast. Okay, die Hälfte haben wir. Und ein One-Up. Und da habe ich nicht gewusst, was es ist, aber ich glaube, das ist ein Feature, wenn man B drückt. Aber da bin ich mir jetzt nicht so sicher. Es wird wahrscheinlich später noch genauer erläutert. Und da haben wir es auch schon wieder verpasst. Nicht das Ziel erreicht. So, aber jetzt mal ein bisschen flotter. Und nur zur Hälfte einsammeln. Dann oben durch. Und die nächsten unten durch rushen. So. Dann die nächsten kommen. Also wir sind ja immer fast durch und jetzt passiert das nicht mehr. Ich habe eben zuerst gemeint, dass es von dem Standpunkt aus abhängig war. Aber nein, dem war nicht so. Aber man hat es nicht unbedingt mit der schnellsten Zeit gelöst, aber trotzdem gibt es 3 Sterne. Du hast Level 2 von Remix 1 freigeschaltet. Jawohl. Doch den machen wir jetzt noch nicht, weil man will doch all was für einen Cliffhanger haben. Genau, und deswegen machen wir Super Mario Bros. 3. Greife von unten an und springe in den Goomba-Schuh. Das war nichts, weil wir es gar nicht geschafft haben. Eigentlich sehr einfach, wir müssen Mario stehen bleiben und einfach springen, wenn er da ist. Ganz einfach. So. Das ist aber ganz lustig mit dem Schuh, da kann man selbst Starries besiegen. Und man ist unverwundbar. Finde ich ganz coole Sache. Wusste ich selber nichts davon vorher. Aber man darf nicht seitwärts reinfliegen, das ich gleich erfahren werde. Wie hier zum Beispiel. Dann verliert man ihn. Aber sonst ist es alles ziemlich einfach zu lösen. Und dann fehlen uns auch schon nur noch 2 Münzen. Einen schönen Pilz für nur noch 2 Münzen war sehr nötig, aber den musste man natürlich einsammeln. Die Ehre wegen. So, nur 2 Sterne war auch ziemlich langsam, muss man ganz ehrlich sagen. So. Damit steht das nächste Level für Super Mario Bros. 3 an. Doch, da habe ich mir erstmal noch überlegt, ob wir doch Dr. Mario machen, aber wir gehen zu Super Mario Bros. 3. Erreiche den Ausgang. So, und bei mir geht die ganze Zeit der Bildschirm schon an, damit ich nicht mitkommentieren kann. Sehr witzig. Ich bin natürlich wieder so super drauf und muss rushen erstmal. Für ein Level, das ich noch nie gespielt habe. Beziehungsweise es gilt für alles von Super Mario Bros. 3. Und 2. Nee, 2 nicht, weil da habe ich es für Advance gespielt. Erreiche den Ausgang. Also das war ein ziemlich kritisches Spiel, weil eben
Da bin ich wahrscheinlich im NES Remix 1 besser durch, weil einfach ich die Spiele da mehr kenne. Die sind auch bekannter als jetzt die hier im Zweier drin sind, aber es gibt schon ziemlich coole Modis. Zum Beispiel wird der auch noch, haben wir es geschafft, gibt es auch noch einen Luigi-Modus, in dem wir Super Mario Brothers rückwärts spielen können, mit den Fähigkeiten von Luigi. Und so, jetzt seht ihr, wir müssen hier durchrennen und wir knallen immer da oben dran. Wenn wir das tun, erreicht uns der Womp. Das sollte natürlich nicht sein. Deswegen sollte man vielleicht ein bisschen kürzer springen oder und nicht in den Stacheln landen. Stacheln sind, piekst er sich schön den Hintern auf. Hat man nachher zwei Po-Löcher. Und man braucht. Ja, das ist einfach so, wenn man blind ist, das noch nicht gemacht hat, gezockt hat und dann auch noch einen gleichen Remix drauf spielt, dann ist es natürlich umso kritischer. Und so natürlich landet man auch in den Stacheln. So, komm schon, Mario, jetzt mal kürzer springen und nicht so. Jetzt hat da wieder dagegen. Sobald dagegen, dann reicht der Schwung nicht mehr, um da durchzukommen. Und jetzt haben wir es geschafft. Und wenn man das geschafft hat, ist doch alles so viel zu einfach. So. Ja, da bleibe ich mittendrin stehen. Da habe ich mir gedacht, ich muss eigentlich an jeder Stelle stehen bleiben, aber so ist dem nicht. Einfach mal rennen. Und da hätte ich nicht weiter rennen dürfen. Und deswegen bremsen. Und das funktioniert auch mit Super Mario Bros. 3 nicht so. Rutschen ist immer noch sehr, 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 sehr beliebt. Aber ich glaube sogar das beste Super Mario Bros. Beziehungsweise das beliebteste, das es gegeben hat. Besiege Bum Bum. Ja, der ist hier am Ende des Gangs. Und meine Devise, entweder man trifft ihn immer oder man stirbt am ersten. So sieht's jetzt auch gleich aus. So, einmal, zweimal und dreimal. Also, entweder man trifft ihn oder nicht. Super einfach. Aber nur ein Stern, weil wir Game Over zwischendrin gegangen sind. Das ist natürlich nicht schön, aber was will man machen? So, jetzt kommt noch zum Schluss, wie versprochen, der Remix von Dr. Mario. Eliminiere den bewegenden Virus. Da ich das Spiel schon kannte und auch eine Review für Game Contrast gemacht habe, kenne ich mich mit dem Spiel sehr gut aus. Hab das Spiel auch von Dr. Luigi einfach. Das ist einfach. Und ich finde es nicht schlecht. Zum Zeitvertreib ist es gut. So. Neuer Stempel. Und wie ich weiß, konnte ich doch nicht lassen. Geben wir noch einen drauf und wenn wir schon Dr. Mario hatten, machen wir nochmal Dr. Mario normal. Reihe 4 derselben Farben aneinander und eliminiere den Virus. Also ganz einfach für einen, der es kann. Ja, da habe ich mich selber gerade gefragt, hey, was soll das? Aber das hat ja gar keinen Sinn gemacht, was ich da gemacht habe. Deswegen Restart. Das erste ist ja für die Katz.
ganz schnell erledigt. Nicht mal 2 Sekunden. So. Diesmal ein bisschen konzentrierter. Alles, was nichts Blaues dran hat, wird einfach auf die Seite geworfen. So spart man viel Zeit. Und kommt auch gut durch. So, sieht man es auch bei meinem Versuch. So, eliminiere schnell den Virus. Das ist einfach nur nach unten drücken. Eliminiere alle Viren. Da habe ich etwas geschlafen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich denke immer nur horizontal, nie vertikal. Wie ihr da unten seht, ist da 2 rot. Das heißt, ich hätte schon lange den roten besiegen können. Man kann vertikal und horizontal eben legen. Aber jetzt kommt natürlich nichts mehr, habe ich gedacht. Was jetzt? Was willst du? Warum kommt immer noch keins? Habe ich einfach mal so rein freigelegt. Und da kam dann rote. Hätte ich es dann noch schaffen können, aber wenn ich mich noch einen Ticken schneller angestellt hätte. Aber ich kapiere es trotzdem nicht. Immer noch nicht und immer noch nicht und immer noch nicht. Ja, die Erleuchtung kommt erst, wenn es zu spät ist. Und ich glaube, die kommt, sollte jetzt auch gleich kommen, oder? Kommt aber immer noch nicht. Ich kann mich nicht mehr so gut daran erinnern. Ja, die Reihenfolge der Perlen ist immer die gleiche. Aber trotzdem habe ich es nicht geschafft. So, und jetzt sollte gleich mir die Erleuchtung kommen. Die sollte nämlich gleich kommen und dann mache ich einen Restart. Ganz genau, da habe ich es gemerkt mit den roten Perlen. Und, naja, blöd kann man sein, aber ja. Und so funktioniert es auch gleich wieder gut. Aber da kann man auch gleich mal eine Bestzeit rausschöpfen. Finde ich. So. Schön blau. Und die anderen einfach wegschmeißen. Somit kann man sehr viel Zeit sparen. Und kann die 3 Sterne erreichen. So, rot. Und gelb. Einfach nur runter drücken, dann geht es automatisch. So. Jetzt hat aber mal die Reihe normal so legen, wie sie gehören. Der rote wäre damit eliminiert. So, noch der blaue und das war's. Ja. Trotz meines super Gasgebens gibt es keinen Regenbogen. Ich glaube, er hat noch gar keinen Regenbogen. Weil ich ihn entziehen kann. Und so sind unsere Punkte, die sehen gar nicht schlecht aus. Und ja, hatten wir nicht und werden wir vielleicht im nächsten Part dann sehen mit den Regenbogensternen. Im nächsten Part wird es mit Remix 1 Level 3 weitergehen. Ein schöner Cliffhanger für den nächsten Part. Ich hoffe, ihr freut euch drauf. Und eure Meinung zum Wii U-Projekt in die Kommentare. Daumen hoch, wenn ihr weiterhin dieses Projekt unterstützt. Daumen runter, wenn nicht. Und Daumen hoch, auch wenn ihr weiterhin die Wii U in meinem Kanal sehen wollt. Daher sage ich bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja, es tut mir ja nochmal ausdrücklich leid, dass ich hier ein Nachcommentary gemacht habe, aber was will man machen? Lieber meine Stimme hören und ja, das war halt das Kompromiss. Aber wenn ihr weiterhin Wii U-Projekte unterstützt, dann Daumen nach oben und natürlich, wenn ihr NES Remix 2 oder NES Remix noch sehen wollt, dann gerne in die Kommentare. Ich freue mich auf eure Rückmeldung. Bis zum nächsten Mal.